In Ihrem Home-Verzeichnis liegen noch ein paar andere Aufräumskripte und was Sie auf jeden Fall gut gebrauchen können, ist cwbcleanfrags.pl. Das räumt nämlich Frequenzlisten auf. Angenommen, Sie haben Frequenzen für das nominale Suffix "-ment" erhoben, also zum Beispiel mit dieser Anfrage, dann können Sie den Output des Count-Befehls direkt in eine Datei umleiten, nämlich mit count last by hw, Umleitung mentfrags.txt in Anführungszeichen. Und im Serverraum liegt die Datei dann wie gehabt. Aber für eine Auswertung ist dieses Output-Format eher hinderlich, denn üblicherweise hat man bei Frequenzlisten eine Spalte mit den Types und Tabstop getrennt eine Spalte mit den Frequenzen. Dafür ist das CWB CleanFrags PL-Skript gedacht. Wir räumen also auf wie gehabt. Also Name des Perl-Programms, Name des Skripts, Name der aufzuräumenden Datei, Umleitung, Name der neuen Datei. Dann sehen wir mit cat mentfrags-clean, dass wir das Ziel der Spalten erreicht haben und wir eine tab-getrennte Frequenzliste runterladen können. Nach dem gleichen Muster funktionieren dann auch die beiden anderen Skripte, die jeweils den Output der Befehle group und tabulate aufräumen.